So, geht's weiter mit einer neuen Runde Flive. Wir sind auf Floral Flive und ich habe heute eigentlich eine ganz coole Sache, sorry für das Geräusch gerade, eine ganz coole Sache, die ich gerade gefunden habe, auf nwzonline.de. Werde ich dann ansprechen und wir werden nebenbei noch ein bisschen Questies farmen und ich hoffe, dass das Ganze sich einigermaßen gut geht. Aber an sich, ein paar Quests haben wir noch, die machen wir auf alle Fälle mal fertig und dann schauen wir mal, was wir dafür alles kaufen können. Ich habe auch gesehen, es gibt ja einige neue Dungeons oder so, zumindest der Teleporter wird irgendwie immer länger. Irgendwie Underwater World, Dark Forest, Mystic Valley, Orania Temple, Orania selbst, Magma Cave, okay, Magma Cave gab es vorher schon und Orania, glaube ich, gab es auch vorher. Aber die letzten vier Dungeons, die sind, glaube ich, neu. Und ich habe keine Ahnung, wie die ablaufen, was da alles drin so zu holen gibt und so weiter. Müssen wir einfach mal schauen und genau, mal schauen, ob wir in der Folge noch dazu kommen oder erst die nächste, bin mir noch nicht sicher. Mal schauen. Lass uns überraschen. Und es gibt noch einen neuen Trank, der hier, Trank der Werte, Klammern NPC. Achso, 5% Treffsicherheit und 22 Stats auf alles. Das ist ganz nett, habe ich gerade mal aktiviert und ja, genau. So, was ich auf alle Fälle mal gefunden habe auf zumindest in Google News und dann auf dieser Website. Ich sage jetzt mal, ein interessantes Projekt, sagen wir so. Und zwar nennt sich das Ganze, ich weiß gar nicht, wie das heißt, hat es einen Namen, irgendwie in Bamberg, an der Uni Bamberg. Und zwar gibt es hier jetzt einen Kurs in Anführungsstrichen YouTube, also Kurs YouTube. Und die haben mir so einen kleinen Bericht drüber geschrieben, über das Ganze. Und ich habe mir dann so ein bisschen die Arbeit gemacht, generell mal die erwähnten Namen, also die hier in diesem Ding hier gefeatured wurden, mal so ein bisschen genauer anzuschauen und generell mal mich so ein bisschen, naja, einfach mal so nachschauen, was da alles so, was alles so abspielt und so weiter und generell, wie das Ganze dann so umgesetzt wird. Ich kann den ganzen Text vorlesen, allerdings bin ich dann die ganze Folge nur mit Lesen beschäftigt. Das machen wir jetzt mal nicht. Deswegen würde ich sagen, also nur um ganz kurz mal irgendwie so zu erklären, um was es dann im Text geht. Im Prinzip sagen die einfach zehnmal, dass es nicht ganz so einfach ist, wie sich junge Leute vorstellen und so. Und dass es halt irgendwie, keine Ahnung, Leute, das sind 15, 16 oder so, die halt da eben an diesem Kurs drin sind an der Uni. Und genau, also ich meine, es ist schon mal interessant, deren Theorie oder deren Philosophie. Und zwar besagt die quasi, dass es eben nicht nur auf. Wollen wir es hier? Wo ist das hier? Warte mal, ich muss gerade scrollen, sorry. Die reden hier schon von Hauptberuf und alles, ganz interessant. Hier. Gute Kameras, Beleuchtung, HD-Qualität und professioneller Schnitt reichen jedenfalls nicht aus. Essentiell ist, sich zu vernetzen mit Kanälen, die wiederum viele und sehr wichtige Abonnenten haben. Ich weiß nicht genau, was sehr wichtige Abonnenten sein sollen, aber naja gut. Ich meine, lassen wir es mal so stehen. Und auch, wo muss hier? Irgendwo schreiben wir nochmal, dass es auf das Netzwerk auf, drauf auf, aufs Netzwerk ankommt, so. Was dann tatsächlich aus dem Channel geschieht und so. Ich meine, das ist zwar schon richtig, aber dass sie hier so das Netzwerk an erste Stelle stellen, ist auch eine interessante Theorie irgendwie. Gut, ich meine, man muss dazu sagen, es gibt hier viele, viele YouTuber und es sind gerade die neueren YouTuber sehr oft, die hier auf einmal innerhalb von eines Jahres mit irgendwie 1 Million Abonnenten aus dem Boden gesprossen sind. Oder die generell nach kürzester Zeit einfach unglaublich viel Fame bekommen haben, bei denen ist es tatsächlich so. Also, muss man so sagen. Wenn man zum Beispiel jetzt mal so schaut, zum Beispiel YTT früher oder so, die haben sich Ewigkeiten da rumschlagen müssen oder auch, wie sind die anderen ganzen Leute dann auch? Sarazza und so zum Beispiel, der hat jetzt echt einen harten Weg auch nach oben. Und das, obwohl er Krankheit hatte, als, ja, so ein Hochsaugen. Also definitiv muss man sagen, ja, es stimmt. Mittlerweile ist es tatsächlich so.
Und das ist sehr, sehr schade. Und ich bin leider in keinem so einem Netzwerk, leider. Das muss ich auch dazu sagen. Und sehr, sehr viele der neuen großen YouTuber und so hangeln sich dann einfach nur mit Skandalen hoch, wie zum Beispiel Upper Red oder Tanzverbot oder die ganzen Leute da. Ich meine, das ist halt dann einfach, das sind zum größten Teil Netzwerke, die tatsächlich dahinter stecken und nicht eben, weil sie sich jetzt irgendwie einen großen Namen gemacht haben oder weil sie lange auf YouTube sind oder weil sie übertrieben krasse Videos machen oder so. So ist dem eben leider nicht. Ja, und auf alle Fälle dachte ich mir zumindest mal so, okay, dahinter steckt meine Universität, das heißt, wie viel kostet das denn? 135, okay. Reden und farmen ist, glaube ich, ein bisschen zu hart für mich, oder? Okay, gehen wir mal zum nächsten. Auf alle Fälle dachte ich mir dann so, dann müssen die Channel, die hier sogar erwähnt wurden, in diesem Text, also in dieser Zeitschrift, da müssen die eigentlich relativ krass sein, weil ich meine, ja, wie gesagt, dachte ich mir zumindest so. Ich brauch Mobs. Wo sind Mobs? Ich habe mir auch alles das Ganze mal angeschaut und zwar genau. Dieser ein Typ hier hat 300 Follower schreiben, die ist schon mal sehr interessant. Also wenn man schon bei YouTube von Followern spricht, dann sollte man vermutlich keinen Artikel über YouTube schreiben, weil dann hat man vermutlich nicht sehr viel vom ganzen System verstanden. Aber gut, okay. Was sind die nächsten Mobs hier? Was muss ich mal anklicken? Crystal Cody. Lila Fische? Ne, lila sind sie schon, aber durchgehende Codys, genau. So. Mac quasi, wir kommen auch schon den Namen, okay. So. Auf alle Fälle auf wie, wenn man auf Google googelt. Auf Google Mein googelt. Ups, sorry. Dann kommt man auf alle Fälle schon mal auf seine drei Seiten, das ist schon mal ganz nice. Aber es war es eigentlich dann auch schon mit dem nicen, in Anführungsstrichen. Also er hat aktuell 331 Abonnenten, den Kanal gibt es seit, Sekunde, 24.12.2013. Naja. 10 Abos check, 11 Abos check, 100 Abos check, Toaster als Mikrocheck. Quaro-Check, Sorex-Gedist-Check, Kanal-Info-Check. Okay. Er hat insgesamt 331 Abonnenten und 18.000 Aufrufe insgesamt. Er hat zwar einige coole Projekte gestartet, die ihm auch dann einiges generieren und so, aber dafür, dass eine Uni dahinter steht und der hier im Monat aktuell, Sekunde, 2,7k Views macht und 43 Abonnenten pro Monat. Also die Abonnentenzahlen sind ganz nice für seine Größe, aber die Views-Zahlen von 2,7k, sorry, aber. Und es ist sogar noch ein Anstieg um 119% im Gegensatz zum letzten Monat. Und auch die Abonnenten haben sich mehr als verdoppelt. Aber wie gesagt, dafür, dass Center in der Uni steckt, ich weiß es nicht. Ich meine, ich weiß auch gar nicht, seit wann die in diesem Kurs da sind und so. Hätte ich jetzt mal ein bisschen besser recherchieren müssen. Aber auch allein schon mal, weil das Ganze halt irgendwie. Ja. Ach, genau, hier ist der Workshop. How to become a Rockstar on YouTube. Ich weiß nicht, ob es einfach nur mir so geht oder so. Mir kommt es irgendwie vor, wie so ein paar Rentner, die wirklich keine Peilung von irgendwas haben, die jetzt hier quasi so einen Workshop machen. Und. Ja, auch interessant, im zweiten Absatz, wenn man nur zwei Follower hat, die aber Barack Obama und Bill Gates sind, dann, und die einen empfehlen, geht's auch. Es ist irgendwie, ich verstehe nicht so ganz, worauf die hinaus wollen. Die reden die ganze Zeit von Followern, von unwichtigen und wichtigen Followern. Followern ja generell schon mal auf YouTube statt Abonnenten. Und ich verstehe nicht so ganz, was das für einen Unterschied macht, wer dich abonniert hat. Im Prinzip ist es scheißegal, wer dich abonniert. Weil die meisten YouTuber teilen die Abonnenten nicht öffentlich. Von dem her, warum? Einfach nur warum? Also schon mal das Erste. Oder das Zweite, Dritte, wie auch immer. Genau, er hat halt geschrieben, 300 Follower hat er. Mit Gaming-Videos. Als ich noch 100, unter 100 hatte, wollte ich die 100 erreichen, sagte er. Jetzt wären es die 500. Ich weiß nicht. Ich dachte mir eigentlich, also ich meine, ich kenne die Zeitschrift jetzt nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach auch nur so eine nicht ganz so serious Zeitschrift, aber
Ja. Oder hier auch, Fischbach und seine Kollegen nutzen die Popularität der Plattform, um Jugendliche in Workshops für die Forschung zu begeistern und ihnen Problembewusstsein zu geben. Problembewusstsein. What? Dieser Satz ergibt einfach so absolut null Sinn. Nochmal, Fischbach und seine Kollegen nutzen die Popularität der Plattform, also YouTube, um Jugendliche in Workshops für die Forschung zu begeistern. Wie begeistert man YouTube, wie begeistert man Jugendliche in Workshops für die Forschung auf YouTube? Durch YouTube-Videos. Und gibt ihnen dann Problembewusstsein. Hä? Also ich steige die Kategorie nicht so ganz durch. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das Ganze auch nur so ein erstklassiger Troll oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher ganz, aber momentan muss ich sagen, ich weiß es nicht genau, was das alles da ist, aber es ist was Komisches irgendwie. Es ist ein es ist strange irgendwie. Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Ja, ich stehe mit dem. Also, wie gesagt, kann ich nicht verstehen persönlich. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht genau, was deren Philosophie dahinter ist. Hier nochmal ein Satz, denn Jugendliche wissen äußerst wenig über die Geschäftsmodelle in sozialen Netzwerken, wie eine Studie, das. What? Nee? Lol? Nein? Stopp. Uncool? Nicht hier, das ist nicht nett. Lol. Okay, interessant. Petros, Buffs habe ich. Ich kann mich selbst nicht anklicken. So, komm. Kurz mal alles durchwaffen hier, sorry. Genau. Einmal buffen, zwei buffen, drei buffen und so. Kann dann, warum muss ich hier gerade so unendlich viel Damage reinhauen? Vielleicht ein bisschen mehr HP aus an. Mal schauen, ob das was hilft. Wir haben. Pf, keine Ahnung. YouTube-Stars funktionieren aber anders als Film- oder Musikstars. Deswegen die Überschrift, sie suchen die Rockstar-Formel. Ganz im Ernst, ich weiß es nicht, was für Wochenendjournalisten das Ganze geschrieben haben, aber es ergibt einfach null Sinn, was die da alles schreiben. Aber gut, ich meine, okay, die Aussage ist im Prinzip richtig, die Kernaussage ist richtig, nur ich finde es einfach komisch. Also vielleicht sollten Leute ihren Workshop für Journalismus besuchen, bevor sie über YouTube schreiben, weil da gibt es scheinbar noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. So, wo ist es dann noch? Denn sie wirken lebensnaher, ja genau, ist klar. Fungieren als Vorbild. Und noch besser als Vorbild fungieren die damit, okay. Dass der Erfolg aber nicht selbst gemacht ist oder kommt, weil die Personen zu nett sind, weil die Personen zu nett sind, sondern dass da Agenturen dahinter stecken. Das ist gut, wenn man es durchblicken kann. Also, die formulieren das Ganze so, als wären die vollkommen davon überzeugt, dass da irgendwelche Agenturen dahinter stecken. Oder irgendwelche. Ich meine, es stehen Netzwerke dahinter, gar keine Frage. Das ist gar kein Thema. Das stimmt ja auch so, kann ich eins zu eins so zustimmen. Und nachdem ich selbst ein Netzwerk bin im Großen, weiß ich auch, was das zählt, wie wichtig das ist und so weiter. Aber es ist einfach schlichtweg nicht richtig, dass es halt einfach nur darauf ankommt, weil es halt einfach, es ergibt halt keinen Sinn. Es ergibt halt einfach überhaupt keinen Sinn, was die da sagen. Weil es sind eben nicht nur Netzwerke. Also wenn man halt ein Netzwerk braucht, um hochzukommen, dann ist es halt meistens einfach so, dass die Videos so scheiße sind, dass es einfach keiner anschauen will oder dass man sich halt einfach nicht genug Zeit reinsteckt. Oder nicht genug, dass man vielleicht keinen Bock hat oder einfach keine Zeit reinsteckt oder vielleicht einfach ohne Clickbaits und alles erarbeitet. Also ich meine, ich komme wie gesagt selbst aus der Werbebranche beziehungsweise aus der Marketingbranche und habe sag schon, in Geschäften beziehungsweise als Einzelhandelskaufmann das Ganze gelernt und dann später noch Online-Marketing habe ich mich mit einem Freund einiges, da haben wir generell einiges miteinander gemacht und auch mit YouTube und so weiter und Netzwerke und sonst durch die anderen Dinge, wo ich mich noch informiert habe, einfach nebenher. Also ich würde sagen,
Ich weiß schon so grob, wie man es oder wie man theoretisch das Ganze so führen könnte oder führen kann oder so führen könnte, damit das Ganze funktioniert und so. Nur, ach, hier ist verbranntes Holz, nice. Nur, ich meine, es gibt viele Wege, irgendwas sowas zu erreichen. Ich meine, du kannst einfach komplett ausgeflippt machen, du kannst einfach komplett anders machen als alle anderen, kannst dich voll zum Affen machen, kannst einfach so machen wie der eine Typ da irgendwie, wie heißt der, I will eat anything for fame oder so, wo dann irgendwie eine Flasche Kleber äxt oder so und keine Ahnung, aber naja, ich weiß, es gibt wie gesagt viele Wege, nur hier in der Uni sieht man das irgendwie anders scheinbar. Da geht es nur ums Netzwerk und um sonst nichts. Aber der Beste, und so wirklich allerbeste, was jetzt kommt, ist nämlich Folgendes. Die schreiben schon generell so, Netzwerk ist das Wichtigste. Kann man jetzt so sehen oder nicht so sehen. Spielt gar keine Rolle. Das Ding ist aber, obwohl das so sehen, ist dieser eine Typ, von dem hier schreiben, in keinem Netzwerk. Network claimed by none. Also keinem. Ist halt schon interessant. Naja. Aber gut, ich meine, seine Abo-Zahlen gehen jetzt sogar in den letzten Tage ganz gut hoch, weil er einfach dieses Varo-Projekt oder dieses Quaro-Projekt macht. Quasi so angelehnt an dieses Minecraft-Projekt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe nur mal gesehen, dass es einen Varo-Song gibt und habe dann gedacht, so, was ist Varo? Habe ich aber nie informiert deswegen und ja. Ich meine, von den Abonnenten her und so geht sein Channel schon relativ steil. Aber von den View-Zahlen, von den View-Zahlen würde ich jetzt eher mal nichts zu sagen. Aktuell 194 Videos bei 18k Views. Das ist nicht sehr gut. Das ist echt nicht sehr gut. Ich meine, für seine Größe ist es in Ordnung, aber es ist, naja, es ist, Nee, nicht mehr für seine Größe ist es wirklich in Ordnung. Also 50, 60, 70k könnten da hinten schon stehen, also. Wie gesagt, dafür, dass er eben an diesem Workshop mit teilnimmt und so. Vielleicht erwarte ich mir einfach zu viel oder vielleicht erwarte ich einfach generell zu viel. Oder gebe schon zu viel voraus oder zu viel als das Ding halt, keine Ahnung. Vielleicht erwarte ich einfach zu viel von Leuten, die an den Workshop teilnehmen, aber ja, ich will meinen Channel generell noch ein bisschen länger im Auge behalten. Einfach aus eigenem Interesse, weil es mich wirklich interessiert. Wie deren Plan so aufgeht. Was sind das für Dinger? Und wie gesagt, deswegen, ich bin ziemlich gespannt. Also ich bin echt gespannt, wie den Plan aufgeht. Ich denke mich momentan, dass deren Plan scheitern wird, vermute ich. Bin mir nicht sicher, aber ich bin mir. Wie? Lol. Achso, hier. Nice. Haben wir jetzt auch mal Platz im Inventar oder so? Ein Platz mehr. Nice. Okay. So, wo muss ich jetzt denn? Hier 45 Münzen haben wir aktuell. 1000, ne. Wo war's hier? Handel? Genau, 100 Münzen. Okay, ich würde erstmal sagen, ich beende mal die Folge an der Stelle und damit sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Floral für FLP.